Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Liebe Friedensgebetsgemeinde, ich grüße Sie als Pfarrer und deine Kleingemeinde ganz herzlich zu diesem Friedensgebet mit Frau Christine Müller von der Arbeitsstelle Eine Welt als Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst und mit Frau Sabine Kreutz, sie ist Verwaltungsmitarbeiterin in der Kirchgemeinde Marienbrunn hier in Leipzig. Im Psalm 91 heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und mein Brot, mein Gott, auf den ich hoffe. Schirm ist ein altdeutsches Wort für Schutz. Der Regenschirm schützt vor Regen, der Sonnenschirm vor Sonne und der Rettungsschirm vor, das wissen wir noch nicht. Gerade versuchen die Länder der Europäischen Union mit einem Rettungsschirm das Auseinanderbrechen der Union zu verhindern. Europa ist eine Baustelle noch ohne Verfassung und mit einem kränkenden und dennoch hat Europa eine Zukunft. Europas Länder sind sich näher gekommen. Die gemeinsamen Interessen sind stärker geworden. Viele Menschen verstehen sich eben nicht mehr nur als Deutsche, als Franzosen oder Italiener, sondern eben auch als Europäer. Das tut gut, das fördert die Stabilität und den Frieden untereinander. Doch die Verantwortung für Europa darf nicht nur den Regierungen oder irgendjemanden da oben überlassen werden. In einer demokratischen Weltordnung gestalten wir Europa mit. Und darum wollen wir heute informieren. Wir wollen Fragen stellen und Antworten suchen. Kann der Rettungsschirm wirklich Europa in der Eurokrise schützen? Schnelle Antworten gibt es wahrscheinlich nicht. Wer will schon wissen, wie sich einzelne Maßnahmen langfristig auswirken? Doch wer zögert, riskiert vielleicht noch mehr. Rettungsschirm ja oder nein? Bei allen Entscheidungen bitten wir mit dem Beter des 91. Psalms, dass er Europa, die Entscheidungsträger und uns beschenkt. Lassen Sie uns beten mit Worten von Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausweisen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Noch ein Wort, bevor ich beginne. Am 4. September, als fast am Tag vor 23 Jahren, fand im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet die erste Montagsdemonstration statt. Dass sie heute so zahlreich erschienen sind, zeigt, dass der Geist der friedlichen Revolution auch heute noch nicht steigt.
Da die Lage eigentlich wieder einmal alternativlos war, stimmten am 29. Juni die Abgeordneten mit einer großen Mehrheit für den BDSM im Bundestag ab. Bereits am Mitternacht wurden die ersten angekündigten Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Insgesamt klagen bis jetzt über 37.000. Die Anhörung der Kläger erfolgte am 10. Juni und übermorgen am 12. September wurde es noch eröffnet. Meine Erwartungshaltung ist eher verhalten. So hat das Bundesverfassungsgericht bereits den Sabonner-Vertrag als ungesetzkonform erachtet. Der Vizepräsident Kostkohle sagt, das Grundgesetz sagt Ja zum Sabonner-Vertrag. Dieser EU-Reformvertrag steht als verfassungsähnliches Gebilde über unserem Grundgesetz und den Verfassungen aller 27 EU-Staaten und ist seit Ende 2009 in Kraft. Wissen Sie, was alles in diesem Vertrag steht? Hier ein paar Beispiele: Angriffskriege zur Konfliktvermutung, Krisenbewältigung und Rohstoffsicherung sind erlaubt. Tötungen zur rechtmäßigen Niederschlagung eines Aufruhrs oder Aufstandes sind erlaubt. Nach dem Vertrag von Lissabon mit den friedlichen Demonstrationen von 1989 in einem Rückgang beendet. Die Todesstrafe ist nicht mehr grundgesetzwidrig. Und das sind noch längst nicht alle Gründe, die gestorben müssen. Staatsrechtler, die diesen komplizierten Vertrag verstehen, sagen, statt uns mehr Demokratie und Freiheit zu bringen, dient der Lissabonner Vertrag der Machtausbau der Regierung. Ein Mehr gibt es nur an sozialer Kälte und Ungerechtigkeit. Und Freiheit, grenzenlose Freiheit, genießen der Kapitalverkehr und die Wirtschaft. Diente der Lissabonner Vertrag dazu, die nationalen Gesetze auszuhebeln, so bedeutet der ESM der permanente Rechtsstörung für unsere Republik das Ende der parlamentarischen Haushaltssouveränität. Der nachfolgende Kurzfilm wird dies erläutern. Warum wurde vor solch schicksalhaften Entscheidungen nicht das Souverän dieses Landes, nämlich das Volk, gefragt? Warum wurden Menschen unserer Regierung es genießen, all diese unglaublichen Fakten nicht durch unsere Qualitätsmedien öffentlich gemacht? Ist unsere Presse vielleicht gar nicht so frei, wie man es gerne glauben haben möchte? Haben Sie zum Beispiel schon einmal etwas von der schrecklichen Koranmunition gehört, die die Alliierten seit 1991 im Irak, in Bosnien, Kosovo, Libanon, Somalia und Afghanistan eingesetzt hat und eingesetzt? Oder dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am 31.12.2012 ein Gesetz unterschrieben hat, dass es dem Militär erlaubt, nach Verdächtigen, nach Ausbruch der Aussagen, festzunehmen und ohne Anklage lebenslang einzusperren? Wäre das nicht eine Schlagzeile in einer öffentlichen Debatte gewesen? Die absolute Zensur ist das Totschweigen. Informieren Sie sich über das Internet, solange Sie im Ungehinderungsbereich zurückhalten werden. Ein Vorfall zur rechten Zeit und Sie haben diese Möglichkeit nicht mehr. Aber bleiben Sie einfach gar nicht alles. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Fragen Sie, cui bono, wem nützt es? Folgen Sie der Spur der Gier. Der Gier nach Erdbeben, seltenen Erden, Machtausbau, Einschränkung der Freiheit und Geld. Stellen Sie sich die Frage, ob fast 1,5 Millionen getötete Zivilisten im Irak und weit über 150.000 in Afghanistan im Krieg gegen den Terror wirklich durch die 3.000 Menschen gerechtfertigt werden können, die bei der Zerstörung des World Trade Centers ums Leben kamen.
Die EU und der Euro stecken in der Krise. Die Regierungen aller Euro-Länder haben zur Lösung der Euro-Krise den Vertrag zum Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM verabredet. Die Schulden- und Inflationsunion. Die Parlamente aller 17 Euro-Länder sollen der endgültigen Version des ESM zustimmen. Die Zukunft der EU soll auf ihn gebaut werden. Der ESM ist eine internationale Finanzinstitution. Das Kapital beträgt 700 Milliarden Euro. Deutschland trägt davon 27% oder 189 Milliarden. Der gesamte Bundeshaushalt 2012 306 Milliarden. 22 Milliarden hat Deutschland bar an den ESM zu bezahlen. Ausgaben für Bildung und Forschung 2012 13 Milliarden. Gesundheit 14 Milliarden. Der ESM hat einen Gouverneursrat und ein Direktorium. Der Gouverneursrat ist der Aufsichtsrat des ESM. Er kann das Kapital des ESM, 700 Milliarden, jederzeit und unbegrenzt erhöhen, Artikel 10, und das von ihm erhöhte Kapital jederzeit bei den Euro-Ländern abrufen, Artikel 9. Der Gouverneursrat wird nicht vom Volk gewählt. Er besteht aus den Finanzministern der Euro-Länder. Der Gouverneursrat kann alle seine Befugnisse an das Direktorium übertragen, Artikel 5. Das Direktorium ist die Geschäftsführung des ESM. Die Direktoren werden nicht gewählt. Sie gehören keiner Regierung an. Sie werden von den Gouverneuren ernannt, Artikel 6. Sie müssen keinem Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen und genießen umfassende gerichtliche Immunität. Noch geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Wir wählen das Parlament und das entscheidet über unsere Steuern, den Haushalt. Das ist das Königsrecht des Parlaments, das Herz der Demokratie. Und in der ESM-Praxis verfügt das Direktorium über den Haushalt. Im Eilfall kann das Direktorium in den deutschen Haushalt eingreifen und 167 Milliarden Euro abrufen, zu zahlen in bar. Artikel 9. Sind wir dann noch souverän? Was kann ein Parlament ausrichten ohne Geld? Noch reicht das Volumen des ESM von 700 Milliarden, um alle Krisenländer zu retten. Angeblich. Und in der ESM-Praxis?
braucht Irland zur Rückzahlung auslaufender Kredite bis 2013 12 Milliarden, Portugal 33 Milliarden, Griechenland 86 Milliarden, Spanien 215 Milliarden, Frankreich 365 Milliarden und Italien 460 Milliarden. Und alle zusammen weitere 300 Milliarden für die laufenden Defizite. Noch darf die EZB kein Geld drucken für Staaten, zumindest theoretisch. Und in der ESM-Praxis druckt die EZB doch Geld für Staaten. Sie zahlt es nur nicht direkt an die Staaten aus, denn das ist ja verboten. Und für den ESM kann sie es nur drucken, wenn der ESM eine Bank wäre. Deshalb bekommt der ESM jetzt die Befugnisse einer Bank. Im Klartext: Wenn der ESM Geld braucht, greift er entweder in den deutschen Haushalt oder er geht direkt zur EZB. Die druckt es, gibt es dem ESM und der verteilt es an die Krisenländer. Jederzeit. Überall. Unbegrenzt. Damit ist die Entwertung des Geldes, der Einkommen, der Sparvermögen, die Inflation unausweichlich. Was das heißt? Eine neue Behörde, regiert von nicht gewählten Direktoren, die jederzeit in unseren Haushalt eingreifen können, um das Fass ohne Boden zu füllen. Mit der Lizenz zum Gelddrucken. Wollen Sie diese Schulden- und Inflationsunion? Wollen Sie die EU-Zentralregierung durch das Direktorium? Wollen Sie das Ende der parlamentarischen Haushaltssouveränität? Wollen Sie diesen ESM-Vertrag? Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie das Ihrem Abgeordneten über abgeordnetencheck.de. Ich möchte mit einem Spruch aus der Bibel schließen. Da steht bei 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein gemacht. Frei für die Liebe und Brüder und Schwestern, die keine Verstellung haben. So liebt denn ein Liebe Friedensgebetsgemeinde, die Bibel hat auch ihre Vorstellung vom Umgang mit Schulden. Aber wie immer sind das keine leichten Texte, die uns dazu gemutet werden. Und ehrlich gesagt habe ich mich viele Jahre darum gedrückt. Seit ich mich aber mit der Verschuldung der Länder des Südens beschäftige und wir eine große weltweite Bewegung gegründet hatten, die Entschuldung der Länder des Südens zum Ziel hat, konnte eine biblische Idee plötzlich in eine politische Forderung umgesetzt werden. Eines dieser schwierigen Texte, bei Luther steht das Gleichnis vom klugen Verwalter, möchte ich gerne lesen. Jesus sagt zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit taugte ich nicht und zu Betteln schäme ich mich. Doch, ich weiß, was ich tun muss. Damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schulden seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen.
Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Der Schlüsselsatz im Text ist wohl der Ausspruch: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieses Wort weist auf Entschiedenheit hin und will auch zur Entscheidung rufen. Wie aber kann dieser Entscheidungsruf Gott oder Mammon in unserer säkularisierten Gesellschaft vermittelt werden? Vielleicht ist dieses Jesuswort heute für uns die Redewendung Geld oder Leben, die in sehr ambivalenter Weise gebraucht werden kann und uns einen Zugang zu dem unmittelbaren Verständnis von Jesu eröffnet. Geld oder Leben, das ist zuerst die kriminelle Sprache eines Raubüberfalls. Ich muss mich entscheiden, lasse ich mich zusammenschlagen oder gebe ich meine Brieftasche dem Räuber hin. Geld oder Leben ist aber auch die existenzielle Sprache in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns für das eine oder für das andere entscheiden müssen. Wir werden gefragt: Wollen wir den quantitativen Gesetzen und Bedürfnissen des Kapitals folgen oder den qualitativen Gesetzen und Bedürfnissen des Lebens? Wir befinden uns seit langem in dieser kritischen Phase, wo das Geld nicht mehr dem Leben dient, sondern das Leben dem Geld dienen muss und dabei langsam stirbt. So sind wir alle miteinander, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Räuber, aber auch Opfer. Deshalb muss der Aufruf Geld oder Leben für uns Christen noch eine weitere Dimension haben. Denn Geld oder Leben wird für uns jetzt in dieser Krisensituation zugleich zu einer spirituellen Sprache in der Nachfolge Jesu. Die christliche Gemeinde, die als Nachfolgeschaft Jesu die Seele und zugleich das Gewissen einer abendländischen Kultur sein will, muss sich tatsächlich jetzt entscheiden, wenn der Messias, wie es die Bibel sagt, wie ein Dieb in der Nacht die Welt überrascht und uns unserer Götzen berauben will, um uns ein Leben zu schenken, das diesen Namen verdient. Deshalb ist der Aufruf Geld oder Leben ein Aufruf zur Entscheidung, die wir nicht in die Zukunft verschieben können. Dieser Aufruf löst die bürgerliche Sprache einer entscheidungslosen Zeit ab, in der die meisten Zeitgenossen sich lieber den gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen, statt aufzupassen, was dem Leben dient. Lange Zeit glaubte man noch, dass es eine Synthese von Geld und Leben geben könnte. Ja, man hielt beides für ein und dasselbe. Wo aber nach der Parole gelebt wird, Geld regiert die Welt, müssen auch wir fragen, wer regiert das Geld?
So fragend finden wir zu einer neuen Wahrheit, zu der uns Jesus bringen will. Deshalb wird in Zukunft für uns Christen der Aufruf Geld oder Leben ein Aufruf zu einem missionarischen Überfall sein, der uns aber mit allen großen Weltreligionen verbindet. Gegen den Ungeist des Mammonkultes in der Gesellschaft und in uns selbst anzubringen. Der Geldgierige, sei es in mir selbst oder in der totalen Marktgesellschaft, steht vor der Frage, will er ab sofort den Götzen dieser Welt, der scheinbar Reichtum spendet, den Gehorsam verweigern und damit das gottgewollte Leben wählen, das nur scheinbar nach Armut aussieht, aber in Wirklichkeit die Fülle des Lebens verspricht? Oder will er den goldenen Kalb in unserer weiten Welt dienen? Von hier aus bekommt auch unser Gleichnis, unsere Geschichte vom ungerechten Haushalter seine ursprüngliche Bedeutung zurück, wie es Jesus gemeint hat. Sachgemäß müsste der Titel dieser Geschichte heißen: Beispiel vom klugen Verwalter des Unrechts. Denn wir müssen uns fragen, wie verträgt sich in unserem Bibelabschnitt die Aussage Jesu, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, mit der anderen Aussage im gleichen Textabschnitt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Der ursprüngliche Schlusssatz der Beispielgeschichte vom abgesetzten Gutsverwalter, die Jesus erzählte, war wohl der Satz: Der Herr lobte den ungetreuen Ökonomen, weil er klug gehandelt hatte. Was wollte Jesus damit sagen? Da hatte ein Großagrarier, dem viele Ländereien gehörten, begonnen, seinen Verwalter wirtschaftlich zu misstrauen. Dass es sich um einen superreichen Latifundienbesitzer gehandelt hat, geht schon aus den riesigen Schuldsummen der verarmten Pächter hervor. Die umgerechnet 3.900 Liter Olivenöl sind ein Ertrag von 150 Ölbäumen. Und die machen einen Betrag, die anderen Schulden, von 780 Zentner Weizen aus. Für einen Kleinbauern geht es hier um riesige Summen, die er und seine Kinder nie im Leben zurückzahlen können. Zur Zeit Jesu begünstigt aber vor allem das Geldsystem der römischen Besatzungsmacht die jüdischen Kollaborateure in Israel, in Palästina. Die neue Schicht der Großadler saß nicht im Lande, sondern war meist im Ausland ansässig. Die Großgrundbesitzer, sie setzten auf ihre Güter in Palästina am Jordanufer und in der fruchtbaren Gegend um den See Genezareth jüdische Verwalter mit Kultura ein, sogenannte Ökonomen. Diese aber waren wiederum bei den Verschuldeten für Lachen, die ihren Pachtzins nicht zahlen konnten, ebenso verhasst wie die Großgrundbesitzer des Landes. Die Opfer der Preis- und Zinspolitik waren machtlos gegenüber jeder Zinserhöhung. So war es oft üblich, einen Zinssatz verdeckt und ungenannt in die Schuldsumme mit hineinzupacken, mitunter sogar bis zu 100%. So viel erlaubte zum Beispiel im Orient der gängige Paragraph des ägyptischen Hammurabi-Gesetzes 99. So befindet sich auch der kluge Verwalter des Unrechts in der Jesus-Erzählung in einer berufstypischen Zwickmühle zwischen seinem misstrauischen Chef, der immer reicher wird, und seinen jüdischen Volksgenossen, die immer ärmer werden. Ihm aber droht jetzt die Absetzung. In dieser Stunde der persönlichen Not
fragt sich der bedrohte Verwalter, was soll ich tun? Das aber ist in der Bibel immer die klassische Frage von Menschen, die in einer Krise stecken und in der sie sich neu entscheiden müssen. In einer solchen persönlichen Lebenskrise und Lebenswende sagt sich nun der kluge Verwalter des Unrechts, ich weiß, was ich tun will. Er ruft die Gläubiger seines Chefs herbei und praktiziert diesen grandiosen Schuldenerlass von 50% der Ausstände. Er tut dies zunächst aus eigennützigen Gründen, weil er sich wieder eingliedern will in sein jüdisches Volk und aufgenommen werden von der Unterschicht, aus der er ursprünglich kommt. Aber er entlastet auch sein Gewissen, das auf der falschen Seite, dem falschen Herrn, nämlich dem Gott Mammon, gedient hat. Er vollführt einen Akt der Gerechtigkeit, in der er die überhöhten Zinslasten auf ein moderates Maß zurückfährt. Das alles lobte Jesus. Er lobte das Verhalten des Verwalters des Unrechts, weil er zu einem Verteiler des ungerechten Gutes für die Armen wurde. So hat der Verwalter einen kleinen Anfang gemacht mit der Enteignung der Enteigner. Er handelt ganz im Sinne des altisraelitischen Gesetzes über das Erlassverfahren. Wer aber nach dieser Tradition handelt, ist nach Jesus kein ungerechter Verwalter, sondern ein Verwalter des augenblicklichen Unrechts, das er in mehr Gerechtigkeit verwandelt. Genau dies aber meint Jesus, wenn er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewige Hütte. Somit ist dieser Satz kein Gegensatz zu dem anderen im Bibelabschnitt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sondern seine konkrete Verwirklichung. Und am Ende veranlasst uns diese Geschichte Jesu uns selbst zu fragen. Was tun wir, damit das Zeitalter des Mammons endlich vorbei geht? Und auf welcher Seite werden wir stehen, wenn das selbstzerstörerische System des Mammonismus sich kaputt gewirtschaftet hat? Auf der Seite des Geldes oder des Lebens? Es hängt allemal von unserer Entscheidung ab, hier und heute, zu der uns Jesus in der Gegenwart veranlassen will. Amen. Wir haben eine Kampagne gegründet, die nennt sich Anders wachsen. Und da geht es um Alternativen zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem. Und wir möchten Sie herzlich einladen zum Gruß und Bettag in die Thomaskirche und am Schluss zu einem Gottesdienst in die Nikolaikirche, um sich mit all diesen Fragen zu beschäftigen, Referenten zu hören und sich auszutauschen. Bitte nehmen Sie die Einladungen gerne mit. Wir danken dir für die vielen Initiativen und Einzelengagierten, die sich für die Opfer des Wirtschafts- und Finanzsystems, die Armgemachten und die entrechteten Menschen in Deutschland, in Europa und weltweit einsetzen. Wir bitten dich, dass sie die Kraft nicht verlieren und die Solidarität weltweit spüren. Gib uns den Mut und die Kraft, nicht müde zu werden und daran zu glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Herr, wir rufen zu dir.